Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nisha Shuya? Wer? Na, Basim. Okay. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Lol. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. Das sah gerade so aus, als hätte er auch keinen Finger, ne? So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Tee. Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ich muss sicher etwas stehlen. Genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher. Nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, natürlich. Ah, Mann, okay. Oh Mann, schau dir mal an. Leih mir deine Augen. Da sind halt vier drin, ne? Ich sehe halt nur einen, das ist halt der, was da vorne ist. Gibt es hier einen anderen Eingang? Und der sitzt da, ne? Oh Mann, okay. Das Problem ist, wenn ich hier drunter springe, den Typen ausschalte, hole ich nämlich die anderen auch. Aber um... Mist, er sieht mich doch gar nicht. Seid wachsam. Wir haben einen ungebetenen Gast. Moment! Okay, dann machen wir es halt nicht auf die Silent Tour. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein.
Aber da unten haben wir noch eine Kiste. Das Problem ist, wir werden jetzt wieder gesucht. Das ist halt ganz und gar nicht gut. Können wir den Tee jetzt unauffällig herumtragen? Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Okay, wir müssen es nur da hinten hinschaffen und das passt dann. Meine Blätter! Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, komm, stell sie hier hin. Wohin? Wieder einmal hier für dich. Enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El-Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El-Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ja, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was, aber sie machen mein Geschäft kaputt, das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Alles klar. Hey du, Kongs Freund. Ich habe hier etwas, das dich interessieren kann. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Oh Mann, da fängt jetzt schon an. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong. Ich brauche nur eine... Okay. Ich denke darüber. Ich bin hier, falls du... Oder ich steche hier aber ab. Wenn das Lager beschlankt hat, dann waren... 30 Meter. Ja, wir müssen uns wieder unsichtbar machen, Mann. Sonst geht sich das nicht aus. Schlecht getroffen. Verschaffen wir uns einen Überblick. Okay, und was soll man hier alles machen? Aber auch ein.
sogar zwei. Okay. Komm mal näher. Was? Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Okay. Leite mich, Enkidu. Ablegen. Und das nächste, was hier abgestochen wird. Zurück. Es war bestimmt ein Djinn. Mit großen Säcken voller Gold. Hey, hey, was? Nicht allein. Einverstanden. Augen auf. Aber halt die Waffe bereit. Ja, jetzt kommt der nächste, Alter. Ja, schau, wie er herumgeht. Oh, schau. Komm ich da durch? Ach komm, Alter, was tust du für einen Scheiß, Mann? Dein Gestank muss sie vertrieben haben. Mich gesehen? Ist da irgendwas? Komm mal näher. Hey. Der nächste, was hier ausgeschaltet ist. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Und zu welchem Orden, Alter? Hey, was ist da los? Bleiben wir wachsam. Ja, da hinten denkt sich nichts. Noch mehr. Letzte Verstärkung rufen? Merkwürdig. Hey! Und das fällt gar nicht auf, Alter, dass der Typ einfach da reingeschleudert wird. Ist ja auch merkwürdig. Wir müssen halt schnell sein. Ja.
Fatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Okay, und uns. Super, jetzt brauche ich irgendwelche scheiß Münzen, damit ich eine Kiste aufmachen kann. Das war echt knapp. Ich würde mich eigentlich ganz fallen lassen, Mann. Kann man den einfach so ausschalten? Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Sonst noch was, was wir finden müssen? Ich meine, keine Ahnung, was er ab und zu tut, aber... Gut, den Großen haben wir jetzt auch ausgeschalten. Okay, Alter. Ich soll noch mehr herausfinden. Was ist das andere goldene? Ah, ist ja da oben. Klar, dann haben wir den auch. Ich hab schon irgendwie... Meine Güte, diese Teeblätter aus dem... Da ist der Schreiben. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Na, ist klar. Jetzt gehen wir nochmal aufs Dach. Und holen uns noch die andere Sache da. Also die andere Kiste. Und dann gucken wir mal wegen dem Hafenmeister. Ja, aber ehrlich gesagt, wir verpissen uns, solange wir noch wirklich hier haben, um kein Aufsehen zu erregen. Oh.
Gernadin, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Los, Enkidu. Was? Okay. Es gibt halt immer so einen großen dabei, ne? Schade, dass man mit dem Vogel natürlich schauen kann, also durch die Wände. Aber ja, next time.